Hey zusammen, wir spielen heute My Sims. Ich habe so lange darauf gewartet, dass dieses Spiel endlich geremastert für die Switch erscheint. Und jetzt ist es endlich soweit und wir müssen erstmal eine Nutzervereinbarung unterschreiben. Ich freue mich so sehr. So, passt das jetzt hier? Ja, weiter. Da kommen so viele Erinnerungen hoch. Ihr müsst mir unbedingt erzählen, habt ihr dieses Spiel auf dem Nintendo DS auch gespielt? Wenn ja, wie lange ist das her? Viel zu lang wahrscheinlich. Oh, okay, ups. Erstmal, wie nennen wir die Stadt? So, meine Stadt wird sie auf jeden Fall nicht heißen. Boah, eigentlich hätte ich jetzt die Wii oder... Ach nee, warte mal, das war auf der Wii, nicht auf dem Nintendo DS. Was laber ich denn da? Eigentlich hätte ich mal die Wii hochholen müssen und gucken müssen, wie meine alte Stadt heißt. Ah! Ich habe tatsächlich, fragt mich nicht warum, aber ich habe immer, wenn ich eine City oder ein Land irgendwie nennen musste, habe ich es immer Chocland oder irgendwie ähnlich genannt, weil ich Schokolade sehr gerne mag. Und deswegen nennen wir einfach diese Stadt jetzt auch Chocland. Hallo, ich bin Bürgermeisterin Rosie P. Martin. Falls du ein bisschen Zeit hast, würde ich dir gerne die Geschichte meiner Stadt erzählen. Es ist eine sehr außergewöhnliche Stadt, um ehrlich zu sein. So war Chocland damals, voller Leben, Persönlichkeit und fröhlicher Sims. Alles in der Stadt war so einzigartig. Sims mit den unterschiedlichsten Interessen haben hier gefunden, was sie suchten. Das alles hatten wir einem besonderen Bewohner zu verdanken, der die Macht hatte, mit Hilfe von Essenzen die verschiedensten, großartigsten Dinge zu erschaffen. Eines Tages jedoch verschwand der berühmte Baumeister von Chocland auf mysteriöse Art und Weise. Niemand weiß, wohin er ging, aber die Stadt hat sich seitdem sehr verändert. Sims begannen wegzuziehen, aber ich habe gehört, dass es noch mehr Sims gibt, die mit Essenzen umgehen können. Es scheint, als kämen sie hier nach Chocland, um uns zu helfen. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe gehört, dass sie vielleicht schon mit dem nächsten Zug kommen. Ich frage mich, wie sie wohl aussehen. Och, ey, es kommen so viele Erinnerungen hoch. Ich habe dieses Spiel geliebt. Okay, oh mein Gott, wir machen uns jetzt erstmal. Stimmt, oh mein Gott. Okay. Ich muss jetzt erstmal langsam... Okay, jetzt hängt irgendwie alles. Aha. Okay, hier, so. Erstmal, wie komme ich denn hier runter? Ich kann hier nur nach links und rechts. Okay, erstmal brauchen wir... Ich glaube, ich nehme die hier. Wie komme ich auf die andere Seite? Ah, du kannst das aussehen, deine Sims ändern neben dem Cursor über den Haar. Okay. Ah, okay. Ich versuche es die ganze Zeit mit dem linken Cursor, aber ich muss den rechten Cursor nehmen. Oh mein Gott, diese Frisuren! Oh mein Gott, okay, welche hatte ich damals? Ich muss jetzt erstmal gucken. Die hat... Nee. Oh nein, das wollte ich nicht. Erst die Haare. Ich glaube tatsächlich, ich hatte sogar genau diese welligen Haare. Oh, die ist auch sehr cool. Die ist auch sehr cool. Ich glaube aber... Oh Gott, ich kann mich noch echt gut dran erinnern. Oh mein Gott, eine Schildkröte. Oh nee, keine Glatze. Nichts gegen Glatzen. Sind das neue Frisuren? Oder kann ich mich einfach nicht an alles erinnern? Boah, es gibt aber echt viele Frisuren. So, ich nehme aber die hier. So. Ich glaube, die ist gut. Mund. Zartspacke, ich lieb's. Nee. Bisschen too much. Ach, ich glaube, ich gehe mit so einem Basic-Lächeln. Ach, die Outfits. Oh mein Gott, ich habe das geliebt. Das ist sehr sommerlich. Jetzt haben wir Ende November. Ich glaube, irgendwas... Okay, das hat was. Ist auch sehr cool. Die Frage ist, welches Outfit nehmen wir jetzt? Es gibt viel zu viel Auswahl, Leute.
Ich lieb's. Okay. Okay, das wird jetzt eine Weile dauern, bis ich mich hier entscheide. Ich muss jetzt mal alles einmal durchgucken. Also, manche Sachen sind schon sehr außergewöhnlich. Okay, das ist süß. Das ist auch sehr süß. Oh Gott, okay, okay, okay. Okay, Moment. Es gibt viel zu viele Outfits. Wie soll ich mich jemals entscheiden? Ich glaube, wir sind immer noch nicht einmal durch. Es gibt wirklich zu viel. Okay, ich hab's gleich versprochen. Oder auch nicht. Das ist irgendwie süß. Die haben alle was. Was mache ich denn jetzt? Okay, jetzt sind wir einmal durch. Okay. Okay, ich habe mich erstmal dafür entschieden. Oh Gott, ich komme mit der Steuerung noch nicht so ganz klar. So. So, dann haben wir noch die Stimme. Wähle aus. Wie gehen wir ans Telefon? Okay, nee, Moment. Sehr tief. Das... Okay. Eben gerade waren wir hier. Okay, das ist zu hoch. Ich komm, wisst ihr, das verwirrt mich wirklich, weil diesen Cursor bewege ich mit rechts. Ich würde instinktiv links nehmen. Nee. Ach, wir nehmen das hier. Okay, habe ich jetzt noch irgendwas, was ich anklicken muss? Ah, Accessoires. Ist es nicht so, dass wir uns sowieso auch wieder... umändern können? Ja, ne? Okay, Pflaster brauche ich nicht. Die Cheeks sind süß. Okay, das ist sehr süß. Harry Potter Narbe. Okay, ich bin mal ein bisschen langweilig, ne? Hä, das, was ist denn der Unterschied? Gesicht 1, Gesicht 2, okay. Das sind doch dieselben, oder? Oder kann, ach, wir können wahrscheinlich mehrere haben, deswegen. Okay, ich verstehe. Trotzdem nehmen wir erstmal keins, weil ich ein bisschen langweilig bin. Aber sie sieht doch ganz sweet aus. So, haben wir alles. Ich hoffe doch. Hautfarbe. Oh, Hautfarbe finde ich aber, glaube ich, okay so. Haarfarbe haben wir. Gut, okay, let's go. Willkommen in Schottland. Komm, wir gehen ins Rathaus und sagen Bürgermeisterin Rosie Bescheid, dass du da bist. So, ich bewege gerade nichts. Nur den Cursor. Oh mein Gott. Ah, das war die eine. Das war, glaube ich, die erste. Die mit dem Blumenladen, ne? Wie hieß sie denn nochmal? Ich lieb's. Das riesige Rathaus. So. Das ist das Rathaus. Wenn du Bürgermeisterin Rosie sprechen möchtest, findest du sie garantiert hier. Sag ihr doch mal Hallo. Bewege deinen Sim mit dem linken Stick. Ah ja, genau, so wie ich es auch bei dem Erstellen machen wollte. Bewege deinen Sim zu einem Objekt oder einem anderen Sim und drücke A. Verwende L, R oder wische den Touchscreen, um die Kamera nach links und rechts zu bewegen. Drücke Z, L, R, R oder D, um heran und raus zu zoomen. Okay. Da ist sie. Ich lieb's, guck mal. Na, wenn das nicht Eileen ist. Willkommen in Schottland. Wir sind sehr froh, dass du uns helfen möchtest, die Stadt wieder aufzubauen. Hast du schon den Einwohnermeldeschein ausgefüllt? Den muss ich abheften, bevor du in die Stadt ziehen kannst.
Manchmal sind, also Aktionen, manchmal sind für ein Objekt oder eine mehrere Interaktionen möglich. Du kannst sie durchstöbern, indem du links oder rechts den Knopf benutzt oder einfach den Cursor auf die jeweilige Interaktion bewegst. Hier, geben wir mal den Antrag ab. Guck mal! Hey. Fantastisch! Das hast du gekonnt ausgefüllt. Ach, wie ich Papierkram liebe, wirklich sehr gut. Ich kann es gar nicht abwarten, dass du unsere Stadt wieder aufbaust. Ich habe gehört, dass du sehr geschickt in solchen Sachen bist. Aber das kann noch warten. Du bist bestimmt sehr müde, nicht wahr? Komm, ich bring dich in dein neues Zuhause. Folge mir. Wir müssen ihr natürlich folgen und rauszoomen wieder. Tja, das ist Chocland. Wie du siehst, ist alles ein wenig heruntergekommen und viele Leute wohnen hier auch nicht. Und genau da kommst du ins Spiel. Ich bin mir sicher, dass du der Stadt in 0, nichts wieder zu ihrem früheren Glanz verhelfen wirst. Sehen wir uns dann mal dein Haus an. Ich glaube, müssen wir das nicht sogar noch bauen? Oh mein Gott, ich freue mich jetzt schon, diese ganzen Leute einziehen zu lassen und denen die verschiedensten Häuser ever. Oh mein Gott, der Page! Oh mein Gott, der war immer so tollpatschig, stimmt. Ja, aber ich freue mich sehr auf das Game. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Spiel auch gespielt habt oder ob es jetzt das erste Mal ist, dass ihr das seht. Und ja, wer hätte es gedacht, unser Haus ist natürlich kaputt. Was? Oh nein, das ist ja gar kein Haus, wie peinlich. Nun ja, da du so gut bauen kannst, kannst du direkt mit deinem Haus anfangen. Ja. Okay, das ist der Arbeitsbereich, genau. Hier kannst du Blöcke bis zu 2 Stockwerke hoch stapeln. Bewege den Cursor auf den gewünschten Block und drücke dann A oder tippe ihn an, um ihn aufzunehmen. Verschiebe ihn in den Arbeitsbereich und drücke erneut den A-Knopf, um ihn abzulegen. Im Anstrichmodus kannst du die Objekte, die Farben ändern und so weiter und so fort. Und wenn wir fertig sind, gehen wir auf Plus. Und dann haben wir noch verschiedene Baublöcke. Gut. Genau, wir haben verschiedene Basisblöcke. Für alle, die es das erste Mal dieses Spiel sehen. Wir haben Fenster, wir haben Türen, wir haben verschiedene Dächer. Und wir können eigentlich unserer Kreativität komplett freien Lauf lassen. Es gibt sehr viel extra Sachen. So, und die haben uns hier schon so ein Basispaket zusammengestellt. Das heißt, wir könnten uns jetzt daran bedienen, theoretisch, wenn wir wollen würden. Aber ich könnte jetzt auch hier einen anderen Basisblock nehmen, wenn ich mir denke, okay, Moment, ich möchte das wieder gerade machen. Wenn ich irgendwie eine andere Vordertür haben will, ne? Zum Beispiel, könnte ich das auch hier hin tun. Und mein Haus eigentlich so gestalten, wie ich möchte. Also hier zum Beispiel den Eingang. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, das lassen wir so. So. Und das meine ich, du hast eigentlich so viel Kram, den du machen kannst. Der ist schief, ne? Ne, warte mal. Wie kann ich den löschen? Ah, B. Okay, sehr gut. Willst du einen genaueren Hinblick aufs Haus werfen, findet ZLR. Und ja, kommen wir noch ein bisschen näher. Nee, ich habe gerade überlegt, kann ich, weil, genau, ich kann das auch kleiner machen, seht ihr, oder größer. Wieso? Moment. Okay, lass mal kurz wieder klarkommen auf mein Leben. Okay, jetzt würde ich das gerne da. Ach, ich kann das nur so setzen, das ist aber doof. Okay, Moment. Weg damit. Was ist, wenn wir. Nee, Moment. Ich habe eine Idee. Das machen wir mal so groß es geht. Oh nein. Ja, ja, ja. Das kann jetzt noch Jahre so gehen, ne? Leute, das ist genau das Problem, wenn man zu viel Auswahl hat. Okay, Moment. Ich hätte gern so einen Riesenblock. Der nimmt 3 ein. Oh Mann, das geht nicht auf. Das ist doch kacke. Wir machen es nochmal. Ich habe hier genaue Vorstellungen, ja? So. Was hatte ich denn hier gerade? Das hier, ne? Hatte ich das? Das sieht aber halt voll strange aus.
passt halt auch nicht mehr hin. Aha. Okay, wisst ihr was? Wir lassen das. Wir machen Folgendes. Okay, das ist jetzt mein Grundgerüst, habe ich entschieden. Oh, ja, nee, die lassen wir jetzt mal, diese Basisblöcke. So, dann brauchen wir eine sehr coole Tür. Ich gehe mit dieser schwarzen. So, nee. Oh, ups, Entschuldigung. Ich glaube, sobald man eine Tür, habt ihr dieses Geräusch gehört, sobald man eine Tür festlegt, kann man eigentlich dann auch raus, weil man braucht ja eigentlich nur eine Tür, um reinzugehen in ein Haus. So. Ich finde das cool. Wir geben mir hier coole Fenster. Und das ist natürlich jetzt sehr schade, dass ich nur links oder rechts ein Fenster hinsetzen kann. Und warum auch nicht da oben? Okay, weil das wahrscheinlich Einzeldinger sind, ne? Nicht schlimm. Hier kommt eins hin. Hier. Und hier. Ich probiere jetzt einfach rum, ja? Wenn ihr sagt, boah, Eileen, das sieht richtig kacke aus. Wieso machst du so ein hässliches Ding? Dann, kauft euch das Spiel und macht selber. So. Seht ihr? Und jetzt können wir die Farben komplett so machen, wie wir wollen. Und ehrlich gesagt finde ich das Blau auch sehr schön. Und ich meine, mein erstes eigenes Haus dort war auch in diesem Blauton. Ehrlich gesagt ist das auch einer meiner Lieblingsfarben. Deswegen, ja. Finde ich ganz cool. So, wir können jetzt mal gucken. Ich finde, gibt es das auch in Schwarz? Natürlich nicht. Das ist natürlich ein Bummer. Das war gerade grün, ne? Okay. Wir lassen das mal. Wir lassen das mal und machen mal weiter. Oh, ein Dach habe ich natürlich vergessen. Das sieht schon ein bisschen dumm aus. I gotta say. Kann ich das drehen? Seht ihr den Struggle? Ich meine, wer will denn ein Dach so hinsetzen? Das sieht doch scheiße aus. Ja. Nee, auf gar keinen Fall. So eine Kuppel. Ich krieg's nicht hin, das zu drehen, ne? Es geht nur. Ah, Moment. Haha. Okay, jetzt krieg ich's hin zu drehen. Das sieht doch. Also, das ist wirklich ein Struggle. Jetzt würde ich gerne mein ganzes Haus wieder umändern. Das kann doch nicht sein. Dass ich jetzt kein richtiges Dach krieg. Okay. Okay, wisst ihr was? Man braucht doch gar kein Dach, oder? ja, das kann ich ja irgendwo hin tun, weil ich kein Dach habe. So. Zubehör, Schornstein. Kann ich einen Schornstein hin tun? Natürlich nicht, weil ich habe ja kein Dach. Oh nein, das ist ja so dumm. Okay, Moment. Es gibt Startschwierigkeiten, ja? Das ist aber nicht schlimm. So, was ist, wenn wir... Mach's mal kleiner. Nee. Von vorne sieht es sehr schlimm aus. Eigentlich nicht, oder?
Ich meine, wer geht denn hinters Haus und guckt von... Ich meine, wenn wir hier unten stehen, dann schauen wir nicht aufs Haus drauf, oder? Okay. Ich lasse das mal so. Weil ich würde halt eigentlich schon sehr gerne... Okay, das ist totaler Schwachsinn. Aber ich würde eigentlich schon gerne... Oh mein Gott, das sieht so scheiße aus, ne? Nee, es gefällt mir gar nicht. Ich würde jetzt... Oh Mann, das ist doch echt so ein Schmarrn. Das kann doch nicht sein. Also, das ist halt dumm, ne? Du kannst es nur so oder so. Egal, ich habe dieses Spiel vermisst. Ich hatte total Lust auf dieses Spiel und deswegen spielen wir dieses Spiel jetzt auch weiter. Nee, das gefällt mir gar nicht, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das sieht wirklich schrecklich aus. Guck mal, das sieht doch auch doof aus. Was ist das denn? Okay, ich glaube... Ich glaube, ich setze eine Kuppel drauf. Ich glaube, das war noch am humansten. So. Dann können wir hier hinten... Nee. Aber Moment, wenn ich das so lasse, ist das doch eigentlich gar nicht so... Das ist doch okay, oder? So. Theoretisch könnte ich die da jetzt da hoch tun. Vielleicht tun wir die noch da. So, als würden wir rausgucken können auf unseren Garten. Oh mein Gott, da oben. Nee. Ich lasse das mal so. Ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich cringen und euch denken, oh Gott, was ist das? Aber ich finde es irgendwie lustig gerade auch ein bisschen. Und ich finde, das hat auch was, ne? So Säulen. Die Frage ist, welche Farben können wir die Säulen machen? Das ist der Einfluss von Nerdiness. Moment. Oh nein, die können wir gar nicht verändern? Die Tür können wir verändern. Oh, ich glaube, dann gehe ich mit Weiß. Die Kuppel können wir auch verändern. Aber ich muss sagen, Schwarz gefällt mir schon am besten. Und das gefällt mir auch am besten, ehrlich gesagt. Nee, Schwarz lassen wir. Oh Gott, das war's zu sehen. So. Das ist doof. Die Säulen gehen nicht. Die Säulen in der Farbe gehen nicht. Ups, Entschuldigung. Kann ich diese Säule denn in der... Kann der jetzt mal aufhören zwischen dem... Wie kann ich denn jetzt... Der switcht jetzt nur noch in den Anstrichmodus mit A. Ich möchte aber die Säule nehmen mit A. Okay. Wir sind hier bei Dachzubehör. Ist doch jetzt total dumm. So, jetzt bleib mal bitte hier. So. So, nochmal. Jetzt der Modus. Okay. Aber es ist kein Problem. Denn wir machen es ohne Säule. Das ist absolut kein Problem. So, dann haben wir einen Zaun. Einen Zaun finde ich cool. Ich wünsche, ich könnte das irgendwie direkt duplizieren, weil jetzt muss ich es immer einzeln nehmen. Ich probiere mal aus und guck mal, was so geht. Brauche ich eigentlich einen Zaun, der dann komplett drumherum geht? Eigentlich wahrscheinlich schon, ne?
So, jetzt haben wir einen Zaun. Wisst ihr, was mir dann aufgefallen ist? Es wäre ja total schlau, wenn wir noch eine Hintertür einbauen, dass wir erstens in den Garten raus können, aber dann auch, wenn wir von woanders kommen, auch wieder schnell reinkommen. So, hier. Dann haben wir zwei Eingänge. Das finde ich gut. So, was haben wir noch für Zubehör? So einen kleinen Gartenzwergi. Den würde ich gern drehen. Party. Also ich glaube jetzt so ein... Ehrlich gesagt, ich bin schon Fan von sowas, ne? Ich feiere sowas, ja. Okay. Wandzubehör. Laternen. Das sind so kleine... Ich wette, die Farbe können wir davon nicht ändern. Auch niedlich. Können wir von dem hier? Okay, dann glaube ich, will ich... Ah, guck mal, seht ihr, hier sind die verschiedenen Einflüsse, die wir haben können. Ich glaube, ich finde das zwar süß, aber irgendwie... Dann machen wir diese Flamingo-Ecke zu so ein bisschen Niedlichkeit. So, eine Lampe wäre aber an sich nicht schlecht, so wenn wir abends nach Hause kommen. Jetzt frage ich mich aber, hier auch eine. Wie gesagt, wenn ihr bessere Ideen habt, dann dürft ihr euch dieses Spiel gerne selbst kaufen und das selber machen. So, ich glaube, wir sind erstmal fertig. Wir haben jetzt sehr wenig einzelne Einflüsse, aber das können wir mit der Zeit ja auch nochmal verändern. An sich gefällt es mir bis auf die Dachsituation. Ja, ist okay. Komm, wir gehen mal weiter. Wow, was für ein fantastisches Haus. Du kannst wirklich gut bauen. Ich hatte schon gehört, dass du ziemlich gut mit Essenzen umgehen kannst. Gar nicht schlecht. Essenzen liegen überall in der Welt herum. Mit ihnen können Sims wie du tolle Sachen bauen. Komm, wir gehen in den Stadtgarten und sehen uns ein paar Essenzen an. Ich lieb's, wie die laufen. Da reden sie über irgendwas. Ja, die Äpfel und die Birnen. Hier sind ein paar rote Äpfelessenzen. Du kannst sie in die Erde pflanzen, damit aus ihnen Äpfelbäume mit roten Äpfeln wachsen. Besorge 10 rote Äpfel und komm dann wieder zu mir ins Rathaus. Dort wartet etwas ganz Besonderes auf dich. Du hast 2 rote Apfelessenzen erhalten. So, wähle die Ernteschaltfläche, um Äpfel zu ernten. Diese Interaktion erscheint, wenn du dich einem Baum näherst. So, ich muss erstmal... Okay, wir sammeln Dinge ein, indem wir einfach nur durch sie durchlaufen. So, dann pflanzen wir doch hier mal etwas. Du kannst bestimmte Essenzen einpflanzen, damit sie wachsen. So. Wir nehmen eine Apfel. Ich lieb's, wie das auch automatisch passiert, ne? So, wir pflanzen... Oh, okay. Hier kann ich was... Wieso kann hier kein neuer Baum gepflanzt werden? Warum nicht? Warum steht da Pflanzen, wenn ich keinen pflanzen kann? Ernten. Jawohl. Der sieht aber schon sehr alt aus. Gießen. Okay, können wir nicht, weil wir nichts zum Gießen haben. Wieso können wir den gießen? Der schwimmt einfach im Wasser, der Baum. Das müssen wir auch gießen. Seht ihr, wie der schon wächst? Einfach automatisch. So. Mit X können wir in unseren Rucksack gucken. Wir haben 7 von den Äpfeln und ein grün... Ach, ups, ich dachte, das wäre eine Birne, lol. Das ist einfach ein grüner Apfel. Okay. Und mit Minus kommen wir auf unsere Sachen und da haben wir eben zum Beispiel auch unsere Aufgaben. Wir haben keine Aufgaben. Unsere Entwurfsmappe, wir haben keine Entwürfe. Die Sachen, die wir schon gemacht haben, Essenzen, haben wir eigentlich jetzt nur den grünen Apfel und den roten Apfel. Da
dann unsere Beziehungen, Bürgermeisterin Rosie. Da sieht man auch, was für Interessen sie hat. Los geht's, es ist Zeit, dass du diese Stadt auf den Kopf stellst. Tu, was du am besten kannst, bauen und dekorieren. Okay. Und unseren Rucksack. Jetzt die Frage, wenn ich hier, kann ich hier was pflanzen? Ach so. Können wir nochmal gießen? Können wir so lange gießen, bis der gewachsen ist? Ich meine, dass wir wahrscheinlich diesen Baum, weil er schon so alt ist, fällen können. Der sieht irgendwie auch schon fast... Oh ne, er ist wieder... He's back. Okay, der hat einfach Wasser gebraucht, der Arme. Okay, was ist das überhaupt? Eine gelbe Blüte. Komm, wir ernten erstmal alles. Dann wird das gegossen. Wir müssen uns ja auch kümmern. Sehr gut. So, und dann wird das erstmal alles geerntet. Und dann haben wir eigentlich... Yes, 10 Äpfel. Den nehmen wir noch mit. So. Ich bin viel zu nah ran. Violas Haus. Seht ihr diesen Geist? Das hier ist die Hotellobby. Boah, die Steuerung. Vor allem dieser Cursor nervt mich irgendwie, aber gut. Das ist... Wieso steht hier nichts, was es ist? Ach so, Moment. Muss ich hier hin? Nee, umgestalten. Okay, wir gehen erstmal zum Rathaus. Wo ist das Rathaus? Oh nee, das ist der Wald, den man noch extra freischalten muss. Moment, ich guck mal kurz. Ach, die Karte. Okay. Ah, hier. Okay. Da ist unser Haus. Nee, Patricks Haus. Mein Haus. Violas Haus. Das Hotel, der Bahnhof. Poppy. Stimmt, die ist Poppy. Die Süße. So, what's up? Oh, ups, Entschuldigung. Ich bin einfach... Wir sind sehr nah. Sehr gut, 10 leckere rote Äpfel. Ich habe den Plan für die Essenzen. Wir werden später etwas für das Rathaus damit bauen. Weißt du schon, dass wir dir eine schöne Werkstatt gebaut haben, in der du arbeiten kannst? Komm, ich zeig sie dir, folge mir. So, wetten, diese Werkstatt wird auch nicht existent sein? Tüdelüdelü. Und da ist sie, die Werkstatt. Nicht. Neben unserem Haus. Ja. Was? Oh nein, nicht schon wieder. Sieht so aus, als müsstest du deine Werkstatt selbst bauen. Auch für die nächste Runde. Vergiss das Werkstatt. Schild den Hammer nicht, wenn du fertig bist. Wir haben auch viel weniger Platz, sehe ich gerade. Ich mach's mal ein bisschen einfach, ja? Ich orientiere mich mal hier an dem Material, was wir haben. Die Pflanze hier haben wir doch... Das hatten wir doch eben gerade nicht, ne? Kann das sein? Das finde ich cool. Falls ich mal frische Luft brauche, haben wir so einen kleinen Balkon. Wieder das lästige Dach.
Moment, das Schwarze müsste doch eigentlich perfekt drauf passen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Die brauchen wir nicht. Schornstein brauchen wir eigentlich auch nicht, oder? Nee. Säulen, finde ich, brauchen wir auch nicht. Da oben. Nee. So, das würde ich eigentlich gern noch einbauen. Wo bauen wir das ein? Hier passt es nicht so ganz. Ja, ist doch schön. Ist doch okay, ist doch easy. Wie aufregend, was du alles in einer Werkstatt wie dieser erschaffen kannst. Aber fangen wir mit etwas Einfachem an. Jeder braucht auch einen bequemen Stuhl, nicht wahr? So, Leute, das ist der Arbeitsbereich. Zeige mit dem Cursor auf die gewünschten Blöcke, drücke A. Wenn du einen Block trägst, den du nicht mehr brauchst, drücke einfach B. Gut. Hier sehen wir immer die Sachen, die wir brauchen, wo sie hingehören. Du nimmst sie, drückst A. Es ist super easy. Und dann kann man mit einem Design auch noch gucken, wie es am schönsten aussieht. Ach, man kann das aus- und einschalten. Ich finde es aber gut. So, und seht ihr diese vier leuchtenden Sterne? Wenn ich das jetzt da drauf setze, ist der Stuhl theoretisch fertig. Weil das braucht man, um einen Stuhl zu haben. So, aber wir machen es mal nach... Moment. Hallo, kannst du... Oh. Yes. Das ist aber jetzt ein bisschen schwierig. Wie komme ich dann hier hoch? Das einfach, oh mein Gott, jetzt hat es aufgehört. So, schwere Geburt. Ach, den Gleitmodus muss ich anhaben, damit der so smooth da hochgeht, die Etage. Theoretisch kann man da super kreativ werden, ne? So. Oh, ich kann den noch gar nicht umgestalten. Alles klar, aber das ist der Stuhl. Gut gemacht, so, und jetzt wollen wir ihn in deinem Haus abstellen. Oh nee, aber der ist ja voll langweilig, der Stuhl. Gucken wir mal, wie unser Haus von innen aussieht. Wenn du in deinem Haus Möbelstücke platzieren oder verschieben möchtest, musst du nur auf den Y-Knopf drücken oder auf die Mein Haus dekorieren Schaltfläche in der unteren rechten Ecke. So. Das passt schon, kriegen wir hin. So, hier sehen wir, dass wir den Stuhl haben. Und der passt ja perfekt zu dem Stuhl hier. Ja, super. Wie sieht denn der Rest hier aus? Ein Bett haben wir, das ist gut. Ein Badezimmer, was weder eine Toilette noch eine Badewanne noch irgendwas anderes hat. Okay, so. Und, ach so, okay, wir hätten noch ein Fenster. Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Gut. Supi. Brillant, du bist ein Profi im Umdekorieren. Wenn du in deiner Werkstatt ein neues Objekt bauen möchtest, brauchst du erst einmal einen Entwurf dafür. Hier sind ein paar Entwürfe, mit denen du anfangen kannst. Sieh dich ruhig ein wenig in der Stadt um und sag allen Hallo. Später kannst du zu mir ins Rathaus kommen. Vielleicht habe ich ja eine Aufgabe für dich. Die Bürgermeisterin hat dir ein paar neue Entwürfe gegeben. Sie sind in deiner Werkstatt verfügbar. Nice, ciao. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, das Spiel zu speichern. Drücke einfach den Plus-Knopf, um das Pausenmenü aufzurufen. Ja, Leute, bei sowas ist es immer sehr wichtig, dass wir immer zwischendurch speichern. Denn wer kennt's nicht, irgendwann mal stürzt aus Versehen irgendwas ab und dann ist nichts gespeichert. So, irgendwann, ich weiß noch, kann man sich so einen Ofen machen, einen Herd. Ich glaube, es gibt auch sogar einen Pizzaofen. Man kann sich auch hinlegen, Nickerchen machen und wie ich auch schon vermutet habe, können wir alles ändern. Aber wir gehen jetzt erstmal raus und begrüßen mal alle. Es ist auch schon dunkel, wie ich sehe, aber ich glaube, die Leute sind immer noch wach.
Patricks Haus. Komm, wir gucken mal, ob der da ist. Da seht ihr ein Herd und einen Kühlschrank und alles hat einen Apfel. Apfelstyle. So sieht er aus. Das ist der Patrick. Hallo Sportsfreund, mein Name ist Patrick. Ich wohne schon eine Weile hier in Schottland, aber seit all die Restaurants geschlossen sind, ist es nicht mehr so schön. Ein Sim muss schließlich was essen. Hab ich recht, Sportsfreund? Hey, dein Typ wird im Rathaus verlangt. Sieh doch mal nach, was die alte Rosie will. Sie ist schließlich die Bürgermeisterin. Und wir können, wie ihr seht, zu Leuten nett sein oder auch gemein sein oder das war's. Gucken wir uns noch mal kurz sein Haus an, weil ich finde das irgendwie cool. Er hat... Oh mein Gott! Er hat kein Bett! Oh mein Gott, er hat kein Bett, Leute! Wie süß das Bild ist! Oh, eine fleischfressende Pflanze. Okay. Der Arme, wo schläft er? Auf dem Sofa? Der wohnt direkt neben uns. Okay, das ist unser Nachbar. So, das war Viola. Oh! Okay. Oh, sie sieht... Oh, sie ist eingeschlafen. Oh. Benutzen. Wir riechen an den Blumen. Das macht uns happy. Sie hat im Gegensatz zu Patrick ein Bett. Okay, es ist alles ein bisschen gruselig hier drin, aber soll wohl auch so sein. Komm, wir sind so asozial, wecken sie mal auf. Oh mein Gott. Die sieht aber ganz nett aus. Sei gegrüßt, Eileen. Mein Name ist Viola Nachtschatten und ich wohne hier in Schottland. Ich habe gehört, dass Bürgermeisterin Rosie dich gerne im Rathaus sehen würde. Okay, okay. Wir gehen gleich zur Bürgermeisterin Rosie. Ich möchte erstmal allen Hallo sagen. Wir gehen erstmal ins Hotel. Vielleicht sehen wir da schon Leute, die einziehen wollen. Da ist er. Der Page. Der ist sweet. Buddy, der Hotelpage. Oh, hallo. Buddy, der Hotelpage ist stets in deinen Diensten. Im Moment ist nicht viel los. Deshalb übe ich meine Begrüßungsfloskeln. Der nächste Gast... Oh Gott, ich habe zu schnell gedrückt. Ach ja, ich glaube, die Bürgermeisterin wollte dich sprechen. Ja, ja, ja. Okay, wir haben gerade noch gar keine Gäste. Normalerweise tummeln die sich dann hier und dann suchst du dir eine Person aus, die du gerne, untersuchen. Okay. Das war aus Versehen. Ich will nicht untersuchen, ich möchte raus. Ja, dann sucht man sich eine Person aus, die man einziehen lassen will. Dann baust du ein Haus. So, die letzte Person, dann gehen wir zu Rosie. Süß. Ein richtiger Blumenladen. Von Poppy. Hallo, ich bin Poppy und das hier ist mein Blumenladen. Findest du nicht auch, dass Blumen einfach fabelhaft sind? Ich schon. Oh, hallo, ich glaube, Bürgermeisterin Rosie sucht nach dir. Das machen wir. Da erstmal alle Leute kennenlernen hier. Leute, die hat auch kein Bett. Oder das da oben ist ja kein Bett. Wieso hat keiner von denen ein Bett? Außer Viola. Wir machen denen allen Betten. Versprochen. So, laufe ich richtig? Nein, tue ich nicht. In die Richtung müssen wir. Da ist nämlich, genau, an dem Häuschen, an dem Blumenladen vorbei und dann hier rein. Die telefoniert. Können wir die dann einfach stören? Hier sind einfach so Sitzplätze und du guckst auf so einen Schlüssel. Oh, who's that? Sie hat auch kein Bett, obwohl es so ein Riesenhaus ist. Hallo? Okay, sie sieht aus, als wäre sie, hätte sie eine Idee. Okay, wir schreiben was auf, Leute. Danke für deinen Besuch. Ich brauche unbedingt ein Podium, um meine wichtigen Reden zu üben. Hier ist der Entwurf. Du hast deine erste Aufgabe erhalten. Um sie zu erfüllen, musst du in deine Werkstatt gehen und Bürgermeisterin Rosie ein Podium mit 4 roten Äpfeln bauen. Sobald das Podium fertig ist, bring es ins Rathaus zur Bürgermeisterin Rosie. So, jetzt können wir gucken. Wir haben 12 Äpfel, also das ist kein Problem. Erstmal brauchen wir keine 12 Äpfel.
Und das Podium stellen wir genau dahin, wo diese vier Stühle sind, dass Leute, die da sitzen, dann auf die Person gucken, die spricht. Hier ist es. An Aufgabe arbeiten, und zwar an dieser. Genau. Ach so, ja stimmt. Wir können die Farbe nur verändern, indem wir Essenzen verwenden. Natürlich. So. Okay. Erstmal bauen wir dieses Podium. Kann ich das eigentlich da einfach hochtun? Nee, ne? So. Und auch hier, für alle, die das Spiel noch nie gesehen haben, du hast halt verschiedene Elemente. Die, die wir brauchen, leuchten aber grün. Das kann man auch ausschalten, aber ich finde es ganz angenehm. So. Okay. Das Podium ist fertig. Jetzt möchten wir es natürlich wieder einen beliebigen Block. Grundfarbe? Ach so, nee. Wir wollen eigentlich direkt die Äpfel benutzen. Und zwar 4. Das ist das Interessenrad. Durch das Hinzufügen von Äpfeln hast du das Podium schmackhafter gemacht. Sims, die leckere Dinge mögen, werden ganz verrückt nach diesem Objekt sein. So, und wie ihr jetzt seht, seht ihr hier rechts 4 verschiedene Arten von den Essenzen oder von den Farben, die wir haben können. Ne? So können wir das zum Beispiel machen. Sieht eigentlich auch ganz cool aus, aber... Machen wir so. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass man oben... Oh, ist die Nacht vorbei? Oh. Wir können halt oben beim Podium, also wo das Mikrofon ist, konnten wir nichts ändern. Das ist ein bisschen schade. Die telefoniert schon wieder. Hallo, hast du schon das Podium mit den 4 roten Äpfeln gemacht? Bring es bitte, wenn du fertig... Oh, okay, Moment. Oh, upsi. Wir müssen natürlich hier hin. Da du bereits ein paar Essenzen besitzt, kannst du mit dem Dekorieren beginnen. Drücke den rechten Stick, um die Wände und Böden mit Essenzen zu verschönern. Das will ich aber gar nicht. Warum soll ich die Essenzen... Was? Momentchen mal. Ich wollte doch einfach nur... Aha, Dekoration. Statue der Bürgermeisterin. Das finde ich cool. Statt hier, wer auch immer der Typ ist, der alte Bürgermeister vielleicht. Okay. Ich möchte das Podium... Irgendwie passen die Äpfel gar nicht. Oh, ihr Lieben, das ist perfekt. Jetzt kann ich all meine wichtigen Reden üben. Hier, nimm diesen Stuhlentwurf als Zeichen meiner Dankbarkeit. Die Bürgermeisterin hat dir einen ganz besonderen Entwurf für einen Stuhl gegeben. Manchmal belohnt dich Sims mit speziellen Entwürfen, wenn du ihnen einen Gefallen erweist. Da du alle Aufgaben erledigt hast, möchte ich dir ein Geschenk geben. Das ist eine Topfpflanze. Wenn du möchtest, kannst du damit deinen Wohnbereich verschönern. Hilfst du anderen Stadtbewohnern, werden sie dich bestimmt auch belohnen. So, gut. Oh mein Gott, das ist ja nicht mal gerade. Das ist ja nicht mehr in der Mitte. Oh mein Gott, das geht nicht ganz in der Mitte. Oh mein Gott, das ist ja... Oh. Können wir das verschieben? Oh. Okay. Nein! Oh Gott! Oh no! Ach, hier sind auch Äpfel. Okay, das ist mit Äpfelfarben gemacht. Oh Mann, hätte ich das gewusst, dann hätte ich alles rot gemacht. Aber ich will jetzt nicht nochmal 4 Äpfel dafür ausgeben. Nee, es passt schon. Da hast du aber wirklich große Arbeit geleistet. Warum gehst du nicht bei Poppy vorbei und siehst nach, ob du ihr beim Blumenladen helfen kannst? Laden. Ich halte eine Rede. Oh mein Gott, hier ist kein Platz, um eine Rede zu halten? Oh no, warte mal. Das ist ja total bescheuert. Moment. Wie kann ich das jetzt... Oh mein Gott, hier ist ja noch eine... Oh Gott, ich habe das nicht gesehen. Okay, Moment, Leute. Moment, ich muss das erstmal kurz... Ich muss das kurz...
Achso, nee, das ist nur außen. Ups, irgendwie dachte ich auch, dass ich da die Inneneinrichtung ändern kann. Wir gehen gleich zu Poppy, versprochen. Ich muss das kurz in Ordnung bringen. Ah, okay, wir drücken immer auf Geben. Okay, erstmal, tut mir leid, aber das hat sie ja schon. Oh nein, sie ist wirklich sauer. Das muss ein bisschen weiter vor. Okay, gibt es noch irgendwas anderes, was wir hier reinmachen können? Eckbrunnen. Ein Eckbrunnen. Warum sollen wir einen Eckbrunnen hier reinmachen? Nee, das passt schon. So, können wir jetzt eine Rede halten? Yes. Hört die uns zu? Oh Gott, sie ist müde. Hat sie gepupst? Und jetzt applaudiert sie uns. Okay. Poppy, here we come. Poppy, brauchst du irgendwas? Oh nein, sie sieht traurig aus. Und sie hat eine Idee. Kannst du mir einen Blumenstand machen? Wie geht der Platz für meine schönen Blumen aus? Was benötigen wir? 2 Glücksessenzen. Glücksessenzen zu finden ist ganz leicht. Du musst einfach nett zu anderen Sims sein. Ist das nicht toll? Ja, dann fangen wir doch bei dir gleich an. Oh mein Gott, wir haben sie gekitzelt. Sweet. Oha, okay, da kriegt man ja richtig viele Glücksessenzen. Das ging ja sehr schnell. So, Moment, ich muss mich erstmal langsam wieder orientieren. Hier in die Richtung ist doch unser Häuslein und hier ist unsere Werkstatt. Poppy! Yes! Okay. Ich verwechsel echt immer die Pfeiltasten mit dem linken Cursor. So. Hier, seht ihr das? Das verwechsel ich immer. Okay. Hallo? Das Falsche. Aha, hier fehlt noch was, sonst fallen die ganzen Töpfe runter. So. Jetzt haben wir die... Sollten wir, glaube ich, nur 2 benutzen, ne? Oh. Okay, das reicht schon. Ich finde, das sieht aber total bescheuert aus, wenn wir nur 2 benutzen. Wir benutzen alle. So, und die müssen wir dann mit Grundfarbe benutzen. Das ist ja eh nur hinten, das sieht ja keiner. So, Moment. Nein! Oh Gott, ich bin so doof. Moment. Ich wollte nämlich gucken, welche 4 Farben wir haben. Das ist so Partyballons. Finde, passt aber gar nicht in ihren Laden rein. Auch das Gelbe, finde ich, passt gar nicht. Aber das Gelbe passt mehr als Blau. Das passt theoretisch auch. Vielleicht haben wir so beide Farben. Boah. Ja, komm. Wir probieren es mal. So, hier ist das Rathaus. Das heißt, da ist der Blumenladen.
So groß ist die Map nicht, ja? Also. Oh, warum schlafen denn immer alle? Okay, sie hat doch... Ah, gut, dass wir beides gemacht haben. Moment, wo stellen wir das Ganze hin? Hier ist ja so ihr privater Bereich, ne? Also entweder hier in die Ecke. Oder vielleicht... Da ist die Kasse, ne? Hallo. Sorry, dass ich dich aufwecken muss. Aber ich hab das, was du haben willst. So. Ich glaube, hier ist sogar ganz gut. Aber... Erstmal kurz die Kamera komplett drehen. Oh, man sieht das doch so ein bisschen. Kann ich das ein bisschen nach da hinten tun? Ach, jetzt haben meine Blumen ein hübsches Haus, in dem sie leben können. Vielen, vielen Dank. Poppy hat dir einen Wurf für einen Tisch gegeben. Darauf kannst du all deine Blumen abstellen. Was gibt's noch hier? Auch so ein Eckbrunnen. Moment, bevor ich das mache, ist dieses Gemälde ist hier noch nirgendwo. Das wundert mich ein bisschen. Okay. So, ich würde gern... Das ist total blöd. Einfach hier. Jawohl. Nee, dieser Cursor, kann ich den abschalten? Der nervt mich. Oh nein, sie hat noch eine Idee. Weißt du was? Ich wollte immer schon ein Bett haben, das über und über mit Blumen bedeckt ist. Das wäre fantastisch. Die Arme, die hat einfach keinen... Könntest du vielleicht ein paar gelbe Blütenessenzen für mein Bett sammeln? Ich glaube, ich habe ein paar im Garten gesehen. Es ist traurig, dass die alle kein Bett haben. Wir sind nochmal nett, weil ich glaube... Oh, so kann man auch nett sein. Okay. Ich glaube, wir haben schon Blütenessenzen. Ich muss aber... Ups, Moment doch. Das können wir eigentlich mal speichern. Das ist doch nicht schlimm. Wie viele von denen haben wir? Zwei. Wir gehen nochmal welche sammeln. Nee, falsche Seite. Hier war's. Nee, hier war's. Oh, hier sind aber sehr viele Äpfels. Sieben sollte reichen. Was ich mich gerade gefragt habe, bei diesem Baum... Oh, den können wir nur fällen. Wenn du einen Baum fällst, werden alle seine Essenzen freigesetzt. Außerdem kannst du dann Hellholz, Dunkelholz und faules Holzessenzen sammeln, je nachdem, was für eine Art Baum es sich handelt. Oh, faules Holz. Okay, gut. Let's go back to the Werkstatt. Wir sind jetzt nur so am Hasseln und Arbeiten. Ja. Wenn du einen Block mit dem Y platzierst, erscheint derselbe Cursor. Auf diese Weise kannst du gleichen Block mehrmals... Okay. Probieren wir gleich mal. Nee, jetzt habe ich es verkackt. Ah. Drückst Y. Okay, das geht wirklich schneller. Und das könnte schon als Bett reichen. Nein, Gleitmodus nicht aus. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir so viele Essenzen haben, aber das kriegen wir schon hin. So. Erstmal machen wir eine Grundfarbe. Was gibt's noch?
So holzig ist eigentlich auch ganz cool, aber ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Essenzen ist. Okay, zwei reicht wirklich aus. Das sieht halt auch ein bisschen aus wie so eine Matratze, ne? Also eigentlich ist es ganz süß. Aber die Blumen sind natürlich schöner, weil sie hat ja ein Blumenbett. Oder? So finde ich es, glaube ich, gut. Und dann machen wir die Grundfarbe noch. Doch so, das passt ein bisschen besser. Bisschen zweifarbig und so. Das Kissen, nein! Oh, ich mache immer denselben Fehler, ne? Also wirklich. Naja, das Kissen können wir nicht abändern. Ich lieb's. Ich lieb dieses Spiel. Es ist natürlich, wenn man das, also als ich das vorher gespielt habe, war ich natürlich ein bisschen jünger. Da war alles auch noch ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Aber ich finde, es macht einfach total viel Spaß. Wieso setzen die sich immer hin, wenn wir kommen? So, hier ist dein Bett, Girl. Wir tun dein Bett. Hierhin, würde ich sagen. Ich kann es gar nicht abwarten, inmitten all dieser niedlichen Blumen zu schlafen. Ich bin jetzt schon müde. Poppy hat dir einen Wurf für einen Blumenständer gegeben. Er ist über und über mit Blumen bedeckt. Süß die ist. Doch, das ist doch okay so. Glückwunsch! Oh mein Gott, Sternlevel gestiegen. Deine Stadt hat Sternlevel 1 erreicht. Bürgermeisterin Rosie hat dir die Nutzererlaubnis für Folgendes erteilt. Die Brechstange. Nun kannst du alle zugenagelten Bereiche in der Umgebung der Stadt aufbrechen. Du hast außerdem ein paar neue Blöcke und Entwürfe in deiner Werkstatt freigeschaltet. Hast du es gehört? Chocolate ist von der Sternverleihungskommission als Ein-Sterne-Stadt eingestuft worden. Ist das nicht toll? Je mehr Sterne wir haben, desto mehr Sims werden in unsere Stadt kommen. Ich bin mir sicher, dass wir Chocolate wieder in eine 5-Sterne-Stadt verwandeln können, wenn du dich so richtig ins Zeug legst. Und das ist tatsächlich auch das Hauptziel dieses Spiels, die Stadt wieder auf 5 Sterne zu bringen. Ich finde es lustig, wir haben ja noch nicht mal ein Gebäude gebaut. Na okay, gut, wir haben unser Haus gebaut und unsere Werkstatt, aber niemand neuen einziehen lassen, Leuten nur ein Bett geschenkt und jetzt... Geh doch mal bei Buddy im Hotel vorbei und sieh nach, ob wir nicht ein paar Besucher haben. Wenn du nicht mehr weißt, wo es ist, kannst du einfach auf deiner Karte nachsehen. Wup, 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 wup. Sehr, sehr nice. Oh, jetzt wird auch automatisch gespeichert. So, wir werden heute noch unseren ersten Menschen hier einziehen lassen. Und es ist der ist es Luigi? Ich weiß nicht mehr. Moment, ich will nur was gucken. Okay, hier ist niemand anderes mehr. Nee, Gino, Küchenchef Gino, ciao, ich bin Küchenchef Gino. Wenn du mir ein Restaurant baust, kann ich meine weltberühmte Pizza auch in deiner Stadt backen. Na klar, wir fragen ihn mal, ob er einziehen möchte. Möchtest du hier einziehen? Es ist mega cool hier. Der spielt Videospiele, deswegen ist es so laut im Hintergrund. Magnifico, ich warte hier, bis du mein italienisches Restaurant fertig gebaut hast. Ein Haus für Küchenchef Gino kannst du auf jedem unbewohnten Grundstück bauen. Wenn du mit dem Bauen beginnen möchtest, geh einfach auf das Holzschild auf der Grundstücksmitte und wähle Sim einziehen lassen. Sehr cool, wir sind alle happy, deswegen bin ich nochmal nett zu ihm. Was ist das? Wir machen Seifenblasen für ihn. Das ist super. Wenn wir hier sind, können wir noch mal kurz mit ihm sprechen. Hallo, hast du schon ein Haus für den Küchenchef gebaut? Er ist der erste Gast, den wir seit langem haben. Yes. Okay. Wo lassen wir Gino einziehen? Also ich glaube, neben dem Blumengeschäft wäre es doch cool, wenn wir eigentlich sehr nah die Pizzeria haben, ne? So in der Stadtmitte. Machen wir es hier daneben. Wer soll hier einziehen? Dieser Mann! Okay, alle Gebäude müssen ein Schild haben, damit sich Sims aus Chocolate auch zurechtfinden. Das ist jetzt die Idee, die sie haben für die Pizzeria. Ich finde die ganz gut. Das Dach finde ich nicht ganz so passend, weil es mir einfach so... keine italienischen Vibes gibt, aber gut, wir gucken mal. Moment, kann ich das größer machen? Oh,
dann ist das wieder nicht in der Mitte. Och Mann. Mehrere Blöcke? Ist halt auch ein bisschen langweilig, ne, wenn ich jetzt einfach so mache. Obwohl, so eine kleine Mini-Pizzeria. Ich guck grad nochmal. Oder sowas. Okay. Wir wollen ja auch so ein bisschen Einzigartigkeit schaffen, ne? Wir wollen nicht, dass jedes Gebäude gleich aussieht. Das ist nicht die gleiche Farbe. Das ist die gleiche Farbe. Wisst ihr, was ich meine? Das gibt mir so ein bisschen, ich will nicht sagen Asian Vibes, aber es gibt mir keinen, weiß ich nicht, es ist für mich nicht so ein, das Dach gefällt mir nicht, nee. Kann ich das kleiner machen? Die Frage ist, machen wir das... Okay, das ist natürlich auch ein bisschen doof. Okay, nein. 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 Ich gehe mal doch mit dem, was sie jetzt vorschlagen hier. Ich will mal gucken, was daraus wird. Weil an sich ist es ja auch ganz süß. Irgendwie. Moment, was ist, wenn wir das hochsetzen? So ein bisschen asymmetrisch machen. Kann ich es auch mehrmals machen? Oh, kann ich auch. Das sieht aber doof aus. So drei Fenster. Aber die Poppy hat ja auch 1000 Fenster. Ich wünschte, wir hätten so ein Fenster. Das passt aber nicht, ne? Okay, Moment. Ich will mal sehen, wie es aussieht, wenn wir mal so übertreiben. Schon ein bisschen viel, ne? Aber irgendwie gibt es mir auch so ein bisschen, nicht Hotel-Vibes, aber wir wollen ja, dass es sehr lecker wird, ne? Deswegen brauchen wir ein paar leckere Sachen. Macht das gerade so basic. Aber irgendwie hat das auch was. Ich wünschte nur, es gäbe so Doppelfenster. Wie gefällt uns das? Sehr chaotisch, oder? Schon sehr. Irgendwie finde ich, ist das zu viel. Irgendwie gefällt mir das Dach so gar nicht. Aus. So? Also das hier, das... Oh! Wir können das in verschiedenen Farben haben. Nee, also es muss natürlich schon... Jetzt denke ich mir gerade, was ist... Oh mein Gott, ist nicht mein Ernst. Oh mein Gott, Leute. Ich habe gerade das ganze Haus... Oh mein Gott, ich habe das ganze Haus gerade gelöscht. Oh mein Gott, ist nicht deren Ernst. Ist nicht deren Ernst. Achte drauf, wie oft ihr B drückt. Ah! Oh nein. Oh nein. Och nee, nicht deren Ernst. Ich muss alles nochmal machen. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Okay, here we are again. Ich habe jetzt hier vorne das mit der Lampe doch nochmal umgeändert. Ich finde, es sieht schöner aus. Und wisst ihr, was mir gerade noch aufgefallen ist? Wenn wir hier durchswipen, sehen wir, dass wir jetzt doch mehr Sachen bekommen. Zum Beispiel hier das Schweinchen.
Ne? Oder hier den Stein, den hatten wir vorher nicht. Also es kommt so ein bisschen mehr dazu. Hier auch die Geckos. Ja, das ist ganz cool. Ja, ich würde sagen, wir haben unsere Pizzeria. Glückwunsch, Chocolate wächst bereits. Küchenchef Gino hat sicher ein paar Aufgaben zur Verbesserung seines Restaurants für dich. Je glücklicher du die Bewohner deiner Stadt machst, desto näher gelangt Chocolate an den nächsten Sternenlevel. Er geht rein. Bekanntschaft. Ich muss sagen, jetzt wo ich sie mir angucke, gefällt es mir auch. Es ist schon lustig hier, weil guck mal, hier haben wir auch diese ganzen Fenster. Irgendwie ist das schon lustig. So, wir gucken mal, ob er direkt eine Aufgabe für uns noch hat. Pizza. Äpfel, Trauben, eine Jukebox. Okay, ich kann nicht tanzen. Weil hier ist doch ganz viel Platz. Es kann doch nicht sein. Das ist aber das ist das typische Sims-Thema. Okay, er schläft. Ist uns egal. Ciao, das Restaurant ist einfach wunderbar. Ich kann es kaum abwarten, endlich mit dem Pizzabacken anzufangen. Okay. Und er hat direkt eine Idee. Er sieht nicht so happy aus. Aber wir machen bestimmt einen Pizzaofen. Mensch, wie soll ich meine weltberühmte Pizza denn ohne Pizzaofen backen? Na klar. Wir brauchen Beton, ne? Habe ich das richtig gesehen? Hat er noch einen Tipp, wo wir das herbekommen? Ich habe drüben beim Bahnhof ein paar Steine gesehen. Vielleicht kannst du dort nach Essenzen suchen. Okay, nice. Sehr, sehr nice. So, Leute, wir haben die erste Folge von My Sims geschafft. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.